Robert Habeck. Ja. Du darfst 6-mal versuchen zu morden, ehe du deinen Führerschein verlierst. Aber wehe, du postest, du teilst, du repostest ein Meme, das ihn als Schwachkopf tituliert. Aufbereitet im Schwarzkopf-Design. Dann klopft morgens die Polizei an deiner Tür und holt dich aus dem Bett. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Und ich begrüße euch an diesem Freitag zu einer neuen Folge. Und steigen wir doch gleich ein mit der neuesten Blüte des Wahns. Immer, wenn man ja glaubt, es könne nicht abstruser, es könne nicht bekloppter, irrsinniger und, um nicht zu sagen, menschenfeindlicher werden, taucht irgendwo ein woker Mensch auf, ein kultureller Analphabet, ein säkularer Extremist, wie auch immer man diese Menschen nennen möchte. In diesem Fall war es eine Berliner Politikerin von den Grünen, die nun Waggons nur für richtig, für Frauen fordert. Und Sicherheit durch Segregation, untertitelt die Neue Züricher Zeitung. Eine Expertin für Stadtplanung hält andere Maßnahmen für wirksamer. Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in der Öffentlichkeit zunehmend unsicher, das belegen Umfragen immer wieder. Vor allem Frauen meiden nach Anbruch der Dunkelheit Parkhäuser, Unterführungen, Grünanlagen und öffentliche Verkehrsmittel. In Berlin sind die Sexualdelikte im öffentlichen Nahverkehr in den letzten Jahren angestiegen. 2014 wurden 68 Fälle gemeldet. 300, liebe Freunde, 313 Vorfälle wurden 2022 registriert. Im vergangenen Jahr waren es 259. Scheint fast so zu sein, als 2022, kurz nach dem Corona, dem Lockdown, Tiefschlaf, diesen Höhepunkt. Also ich versuche mir gerade zu erklären, wieso es also letztes Jahr weniger waren als 2022. Ganz offensichtlich, weil sich die Frauen besser umsehen, weil sie anscheinend tatsächlich nicht mehr rausgehen. Das ist die einzige Möglichkeit, mit der ich mir das erklären kann. Die Berliner Politikerin Antje Kapek. Antje Kapek heißt die gute Frau, hat nun mit der Idee, spezielle Frauenabteile in den U-Bahnen der Hauptstadt einzuführen, für Diskussionen gesorgt. Die grüne Sprecherin für Verkehrspolitik begründete ihren Vorschlag mit sehr schrecklichen Übergriffen auf Frauen bis hin zu einer Vergewaltigung in der U-Bahn-Linie 3, die sich in den letzten Monaten in Berlin ereignet hätten. Und das muss man jetzt einfach erstmal sacken lassen. Ja? Wie tickt so ein Mensch, der also in einer Machtposition ist, sich wählen lässt? Man wirft ja mitunter Politikern vor, sie seien machtgeil. Machtgeil, bestimmungssüchtig, wie auch immer. Aber wie bringt man das unter einen Hut, also mit dieser offensichtlichen Unterwerfung? Unterwerfung gegenüber Zuwanderern, Unterwerfung, habe ich eben Überwerfung gesagt? Nee, oder? Unterwerfung unter Verbrecher. Wie bringt man das also zusammen mit diesen Aussagen? Und ehrlich gesagt weiß ich keine wirkliche Antwort, außer es vielleicht so zu drehen, so zu wenden, im Sinne einer, indem man das interpretiert als eine Form der toxischen Weiblichkeit, eine Art negativer Rassismus, der also entschuldigt und niemals verurteilt eben jene Untermenschen, die niemals an uns moralisch ranreichen können. Nur wir können wirklich verstehen, was es heißt,
Frauen gut zu behandeln, feministisch zu sein, tolerant. Ja? Also können wir nicht urteilen und diese Leute haben es nie gelernt, können es nicht lernen und wir müssen als moralische Übermenschen sozusagen das tolerieren. Wir dürfen das nicht mit gleicher Münze, wenn man so will, heimzahlen. Deshalb nenne ich sie säkulare Extremisten, weil es ein Wange hinhalten ist. Es ist eine Art Wange hinhalten, eben auf ja, gesellschaftlicher Ebene, ohne Bibel. Es ist eine Religion an irgendwas und ich glaube, eigentlich ist das, denke ich, ziemlich zutreffend. An irgendetwas muss der Mensch glauben. Und in dem Falle ist es eben an unsere eigene moralische Höherwertigkeit, die sich aber äußert, speziell unter dem Mantel der toxischen Weiblichkeit, eben als ja, tolerierend bis zum bitteren letzten Ende. Es gibt die Geschichten, das ist ja nicht mal nur aus der Luft gegriffen, es gibt die Geschichten von jungen Frauen, vergewaltigt, und dann wird verzichtet auf Anzeige, Strafantrag, was weiß ich, nur um, richtig, den Rechten nicht Wasser in die, Wind in die Mühlen, wie sagt man, Wasser in die Mühle, Wasser auf die Mühlen zu geben, man versteht, was ich meine. U-Bahn-Waggons nur für Frauen und das ausgerechnet von den Leuten gefordert, die nicht wissen, was eine Frau ist. Ich beschreibe es immer, wir leben im Schmerzgriff zwischen Regenbogen und Halbmond. Und das trifft's. Ja? Während Frauen saunen von unseren säkularen Extremisten für Männer geöffnet werden, Stichwort Selbstbestimmungsgesetz, ja, werden gleichzeitig Frauenschutzräume in den U-Bahnen gefordert, damit das gemeine Goldstück nicht an sie rankommt. Es ist ganz offensichtlich schizophren, aber man muss es wohl unter dem, ja, mit dem Brennglas des, ja, der menschlichen Sehnsucht an irgendetwas zu glauben, betrachten und dann ergibt das Sinn. Ne? Sie wollen mit aller Kraft die moralisch Guten und Richtigen bleiben und das Böse gibt es nicht. Und wenn es das gibt, dann sind wir selbst an Schuld. Ja, ja. Es hört ja nicht auf. Berlin will Messerstechern den Lappen wegnehmen. Aber, die meisten würden es vielleicht schon gehört haben, aber erst bei ihrer sechsten Tat. Diesmal nicht von einer Grünen kommend, dieser geniale Vorschlag, sondern von einer SPD-Senatorin. Künftig sollen Messerstecher den Führerschein verlieren, wenn sie mehrfach wegen Messerattacken verurteilt werden. Hier ein Tatverdächtiger, der in der Kantstraße im Oktober einen Mann mit einem Messer verletzt haben soll. Titelt also untertitelt Bild. Hier ein Bild und natürlich weiß man, wie die Person aussieht. Und es ist, ja, sechsmal soll man in Berlin versuchen dürfen zu messermorden, ehe dann womöglich, ja, womöglich der Führerschein entzogen wird. Es ist kein Scherz, die meinen das ernst. Die Multikulti-Sekte, die sich also immer neue Bauchpinseleien für mordbereite junge Männer, in Anführungszeichen, muss man das verstehen. Und wir alle, die das tellurieren an der Urne haben, das gilt in einer Demokratie, letztlich Blut an den Händen. Und es ist auch diese furchtbare Bagatellisierung. Das muss man sich wirklich klar machen. Fünffachen Mordversuch damit zu bagatellisieren, dass eben erst beim sechsten der Führerschein weg ist. Wer ein Messer zückt, ist
bereit zu morden. Ja. Larissa Hoppe, die stellvertretende Chefredakteurin der BZ Berlin, hat das hier gut zusammengefasst. Der Vorstoß nach Messerattacke Führerschein weg klingt erst einmal gut. Doch der Blick ins Kleingedruckte offenbart eine sinnlose Maßnahme. Erstens, der Führerschein soll erst nach mehreren Messerattacken entzogen werden. Warum sitzen Täter nicht schon nach der ersten Bedrohung oder Stech in Haft? Zweitens, die Täter müssen strafrechtlich verurteilt worden sein. Heißt, es braucht zuvor einen Prozess, wenn nicht eher mehrere. Es dauert vermutlich sehr lange, bis alles verhandelt wurde und damit entschieden werden kann, ob der Führerschein entzogen wird. Drittens, warum braucht es eine eigene Stelle, um bei aktenkundigen Straftätern den Führerschein zu kassieren? Viertens, niemanden, der mehrere Messerattacken begeht, dürfte der drohende Führerscheinverlust davon abhalten, ein Messer bei sich zu haben oder eine andere Straftat zu begehen. Die haben ganz, ganz andere Probleme. Bringt Larissa Hoppe das hier ganz gut auf den Punkt. Es ist, ja, liebe Freunde, es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben. Und es gibt das Sprichwort, those who are cruel to the kind will be, and those who are kind to the cruel will be cruel to the kind. Die, die milde gegenüber den Grausamen sind, sind grausam zu den Milden, zu den Guten. Und das erleben wir. Stichwort auch Robert Habeck. Ja? Du darfst 6-mal versuchen zu morden, ehe du deinen Führerschein verlierst. Aber wehe, du postest, du repostest ein Meme, das ihn als Schwachkopf tituliert. Aufbereitet im Schwarzkopf-Design. Dann klopft morgens die Polizei an deiner Tür und holt dich aus dem Bett. Liebe Freunde, schweigt nicht. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis ganz bald. Tschüss.